Hallo, in diesem Video werden wir uns das Thema Indizierung vornehmen. Ich habe hier eine ganz normale Abfrage und da sind meine ganzen Tabellen und diese Abfrage fragt die Tabelle Drivers ab und da sind die Daten da drin. Und hier, ich bin jetzt im Postgres, ich habe hier eine Formel 1 Datenbank und mit diesen diversen Tabellen. Jetzt, in vielen Datenbanken hat man Unmengen an Daten. Und diese Select, diese Abfragen will man ja, dass die so schnell wie möglich laufen und Resultate bringen. Und deswegen müssen wir auch die Datenbank eine Hilfe bieten. Und zwar, wir müssen manuell gewisse Felder indizieren. Jetzt, was heißt Indizierung? Indizierung ist ähnlich wie wenn man jetzt ein Buch aufmacht und man will wissen, wo ist das Wort, zum Beispiel, nehmen wir an, ich lese jetzt ein Autobuch und ich suche das Wort McLaren. Dann gibt es zwei Alternativen, wie ich das mache. In dem Autobuch kann ich von der ersten Seite bis zur letzten Seite alles durchforsten und dann mir aufschreibe, wo der Begriff McLaren überall auftritt. Oder, was viel einfacher ist, ich gehe hinten zum Index des Buches und gehe, das sind die wichtigsten Begriffe aufgelistet, alphabetisch aufgelistet. Und dann suche ich mal bei M, McLaren, und da sieht es, ah, das ist auf Seite 15 und 105 und 233 und so weiter. Genauso funktioniert die Indizierung bei Datenbanken. Wenn man die Felder nicht indiziert, dann muss das Programm quasi durch jedes Feld durchforste, um zu suchen, wo dieser Datensatz ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, where zum Beispiel forname zum Beispiel ni und dann so. So. Jetzt, es gibt zwei, und da müsste jetzt, dadurch, dass kein Feld jetzt hier indiziert wurde, müsste die Datenbank durch jedes Feld durchforsten und sehen, ah, der fängt mit NI an, der fängt mit NI an, sorry, muss ich klein schreiben, und so weiter. Mit dem Index würde das alles viel schneller gehen. Mit dem Index, den Effekt des Index merkt man auch gerade, je größer die Datenbank wird, desto mehr merkt man den Effekt vom Index. Die Datenbank, die wir hier haben, ist relativ klein, deswegen wird man den Effekt nicht so merken. Allerdings ist immer sinnvoll, dass man einen Index macht. Jetzt, wie macht man einen Index und wo macht man einen Index? Also, wo ist so, man muss sich aussuchen, die Felder, die am häufigsten, oder sagen wir mal so, nach denen am häufigsten gesucht wird. Also zum Beispiel jetzt, nehmen wir an, bei meiner Tabelle hier, bei den Fahrern wird am meisten nach Vorname, Name und Nationality gesucht. Also das wären das jetzt drei Felder, wo es Sinn macht zu indizieren. Und da werde ich diese Felder indizieren. Jetzt, bevor ich das zeige, wie man es macht, die andere Frage oder eine klassische Frage ist, warum tut man nicht alle Felder indizieren? Weil es ist so, es ist wie wenn man jetzt in ein Buch jedes einzelne Wort indiziert, also so Wörter wie ja, und, oder, dann wäre der Index hinten komplett unübersichtlich und extrem fett. Der wäre fast fetter als das Buch selbst. Und genau hier ist es bei Datenbanken. Wenn ich jetzt jedes Feld indiziere, dann hätte ich einen Index oder Indizes, die viel größer sind als die Datenbank selbst. Deswegen hier, man indiziert Schlüsselfelder, nachdem man häufig sucht. Also ich weiß, ich glaube, also wenn ich jetzt eine Applikation baue oder die Datenbank verwende, ich werde kaum nach Code suchen oder nach Nummer. Die bedeuten mir gar nichts. Deswegen werde ich dann nach das gehen. Wenn ich jetzt dagegen sage, oh nee, die Nummer ist mir wichtig, dann muss ich die auch indizieren. Es kommt immer darauf an, was ich brauche. Und deswegen ist hier so eine subjektive Sache. Und deswegen, alle Felder zu indizieren, ist Quatsch. Jetzt, wie kann ich indizieren? Indizieren geht ganz einfach. Mache ich mal das weg. Und nehme an, ich will jetzt hier bei der Tabelle Drivers die drei Felder indizieren, nämlich Vorname, Nachname und Nationality. Und da würde ich dann so machen, dass ich sage, create Index. Und jetzt muss ich den Namen des Index geben. Man kann hier schreiben, was man will, A, B, C, D, E, F.
Aber sinnvoll ist es, wenn man einen Namen gibt, wo man weiß, was wird hier indiziert. Und man, es ist so, es ist kein Muss, aber es ist so eine Norm, dass man sagt, IDX ist so Kürzel für Index, dann weiß man, aha, das ist ein Index. Und dann schreibt man das Feld. Und in dem Feld, also das ist so meine Methode, jeder hat andere Methoden. Meine Methode, ich schreibe die Tabelle, also Drivers und dann Unterstrich und dann das Feld, in dem Fall For Name. Ja, so das ist der Name dieses Index. Und dann kommt das Schlüsselwort on und dann welche Tabelle ist da gemeint? Die Tabelle Drivers und dann in Klammern muss man dann das Feld schreiben, in dem Fall For Name. So, das ist jetzt ein Index und wenn ich dann das Programm ausführe, kann ich auch mit F5, dann ist der Index schon erledigt und wenn ich jetzt hier gehe in der Tabelle Drivers, in jedem Datenbanksystem ist anders. Wenn ich hier gehe bei Drivers, sieht man, hier sind Indexes. Da ist jetzt leer. Ich muss hier auf Refresh gehen. Und schon ist schon mein erster Index da. Tue ich mal das ein bisschen vergrößern. Sieht man, da ist es. Und so, deswegen der Name ist sehr sinnvoll, weil wenn ich jetzt die Indexe hier sehe, dann sehe ich, ah, okay, das ist jetzt der Vorname. Und so kann man dann die Indexe machen. Wenn ich jetzt auch durch mal das kopieren und mache ich mal die anderen zwei. So und so. Und dann hier ein anderer Name, zum Beispiel Surname. Und Nationality. Und dann hier genauso, das ist also Surname und Nationality. So, dann habe ich jetzt drei Indexe erstellt für diese Tabelle. Und wenn ich das dann laufen lasse, dann wäre das erledigt. Error, habe ich jetzt was falsch? Ach so, ja, weil ich habe das. Das muss ich auskommentieren, weil das habe ich ja schon erstellt. So, und dann laufen lassen. So, das ist jetzt erledigt. Und wenn ich dann hier die Indexe refresh, dann habe ich jetzt drei Stück: Vorname, Surname und Nationality. So, und so habe ich das. Und das ist mit den Indexen, wird die Suche jetzt nach den Feldern wesentlich schneller. Jetzt bei unserer Datenbank, die ist relativ klein, die hat ja keine 10.000 Datensätze oder nicht mal 1.000, von daher ist es ja nicht so relevant wie bei größeren Datenbanken, die vielleicht Millionen Datensätze haben. Da merkt man den Effekt im Index ganz, ganz gewaltig. So, das ist mal das eine. Wie kann ich jetzt, die andere Frage ist, wie kann ich einen Index entfernen? Das geht ganz einfach. Und zwar, ich kann dann sagen, drop und dann Index und dann der Name des Index. Also in dem Fall IDX, Drivers. Und deswegen hier tue ich immer empfehle, dass man für sich eine gewisse Norm hat bei der Benennung. Ja, und ich zum Beispiel, ich benutze immer Kleinbuchstaben bei allen Namen, sei es Tabellen, Felder. Unterschiedliche Wörter sind mit Unterstriche getrennt. Und auch bei Index ist dann Tabellenname und Erstname und so weiter. Man gewöhnt sich an eine gewisse Norm oder ein gewisses System und so ist dann der Code sauber. So, und dann das war's. So, da habe ich den, wenn ich den jetzt drop, wenn ich das jetzt ausführe, dann wird der Index gedroppt und wenn ich dann hier refresh, dann müsste ich jetzt nur zwei haben. Genau, das ist das. Und so kann man dann mit Indexe arbeiten.